Mitglieder von Barlebens bunter Bühne haben viele Stunden in die Proben investiert und beim Neujahrsempfang der Gemeinde berechtigten Applaus geerntet. Die Geschichte vom Käsefabrikanten Lentke und seiner Familie führt die Zuschauer etwa 100 Jahre zurück und ist gespickt mit zahlreichen Anspielungen auf die Gegenwart. Und dieses Exemplar extra für Fleischesser. Wunderbar. Seht nur, wie die Maden den Käse durchdringen und ihn würzen. Tagelang hat er in der Sonne auf der Fensterbank gelegen. Und nu ist er hoch und übertroffen. Damit möglichst viele Barleber das Theaterstück sehen können, gibt es jetzt noch zwei weitere Aufführungen. Am kommenden Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr in der Aula der Sekundarschule. Eine dritte Aufführung ist für den 30. März geplant. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie einen Platz bekommen, dann besorgen Sie sich vorher in der Heimatstube oder in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität eine der kostenlosen Eintrittskarten. Eines Tages füttern wir noch die Elefanten im Magdeburger Zoo. Dürfte sehen.